Jetzt gibt es endlich mal jemand aus der Praxis, die hier tatsächlich auch vor Ihnen steht oder vor euch steht, die ihr fragen könnt, von der ihr einen Eindruck bekommt. Ich fand es damals, als wir das erste Mal einen Antrag gestellt haben, etwas abstrakt, deswegen freue ich mich, sich mal persönlich kennenzulernen. Und ich glaube auch, dass es schön ist, weil wir gerade bei Bohan Burchards Vortrag von den Komplikationen gehört haben, die es in der Zusammenarbeit mit der Baubehörde gab, dass man vielleicht gleichzeitig aber auch dieses Gespenst in der Zusammenarbeit mit Behörden, mit öffentlichen Geldgebern vielleicht so ein bisschen aus der Welt schaffen kann. Also ich glaube, das freut mich deswegen sehr, dass Sie heute hier sind und bin gespannt, was Sie jetzt über das Programm erzählen werden. Zu Gespenst kann ich gleich mal sagen, dass es für uns auch manchmal gespenstisch ist, als Behördenmitarbeiter, wenn wir mit anderen außerbehördlichen Personen zu tun haben. Gut, also mein Name ist, hatten Sie ja schon gesagt, Anne-Kathrin Reinberg, und ich bin 1993 als Quereinsteigerin in die Kulturbehörde, ins Referat Bildende Kunst und Kunst im öffentlichen Raum gelangt, als Assistentin des damaligen Referatsleiters Achim Könnicke, und hatte zwar schon einiges über die Kulturbehörde und das Programm Kunst im öffentlichen Raum erfahren. Wir waren auch insgesamt bedingt durch meine jahrelange Mitarbeit in der damaligen Galerie Askan Krone die maßgeblichen Protagonisten der Hamburger und internationalen Künstlerszene sowie die aktuellen Tendenzen und Strategien des Kunstgeschehens keineswegs fremd. Doch das, was mich dann zu Beginn meiner Tätigkeit in der Kulturbehörde erwartete, hatte mich zunächst dann doch sehr überrascht. Einmal abgesehen von den mir bis dahin verschlossen gebliebenen Erfahrungen und Abläufen innerhalb eines Apparats der öffentlichen Verwaltung, an die man sich auch erst einmal gewöhnen musste, waren es vielmehr andere, mein neues Tätigkeitsfeld in der Folge dominierende Aspekte, die mir in dem vorhandenen Ausmaß nicht bewusst waren und mit denen ich auch nicht gerechnet hatte. Nicht vorbereitet war ich zum Beispiel auf den extrem hohen Grad an Sensibilität und Aufmerksamkeit, den die Öffentlichkeit nahezu allem, was sich im öffentlichen Raum abspielte, insbesondere im Bereich der bildenden Kunst und hier vor allem im Bereich der Kunst im öffentlichen Raum zollt. Auch nicht bewusst waren mir die unzähligen inner-, zwischen- und außerbehördlichen Mechanismen, Strategien, Regularien und Interessen, die bei der Realisierung von Kunstwerken oder Projekten im öffentlichen Raum eine ganz wesentliche Rolle spielen und zu berücksichtigen sind. Man könnte sagen, es handelt sich dabei um ein Minenfeld der ganz besonderen Art. Je besser ich dann mit der Gesamtmaterie vertraut wurde, je mehr wurde mir die Bedeutung der Kunst im öffentlichen Raum als ein Instrument, Vehikel oder auch als Auslöser sowohl kunstimmanenter als auch gesellschaftlicher, sozialer, politischer Entwicklung und Prozesse bewusst. Nach dieser Vorbemerkung werde ich jetzt zunächst eine zusammenfassende Darstellung zur Entstehung, zu den Zielen und Aufgaben und der Umsetzung des Programms Kunst im öffentlichen Raum geben, um dann überblicksweise einige Beispiele der im Rahmen des Programms realisierten Kunstwerke und Projekte zu geben. Am Schluss oder auch schon im Verlauf gehe ich ab und zu beispielhaft auf einige Projekte ein, die aus unterschiedlichen Gründen weitreichende Reaktionen in der Öffentlichkeit ausgelöst haben. Zunächst zur Entstehung des Programms Kunst im öffentlichen Raum. Mit dem Programm Kunst im öffentlichen Raum wurde in Hamburg 1981 die noch heute in vielen Ländern, Kommunen und auch beim Bund praktizierte Kunst am Bau abgelöst. Kunst am Bau bedeutet, dass bei öffentlichen Bauten bis zu 2% der Bausumme für Kunst ausgegeben werden kann. Betreut von meist nicht kunstsachverständigen Bauverwaltungen und durch vielerlei Auflagen und Restriktionen in enge Schranken gezwängt, ist die Kunst am Bau in Deutschland nur selten über bloße, in der Qualität oft fragwürdige Baudekoration hinausgelangt. Die Hauptbeweggründe des Hamburger Senats, das seit 1966 eingeführte und bis 1981 praktizierte Programm Kunst am Bau durch das Programm Kunst im öffentlichen Raum abzulösen, lagen zum einen in einem seitens der neueren Künstlergeneration immer deutlicher formulierten Überdruss über die fehlenden Möglichkeiten, sich im öffentlichen Raum mit ihren Arbeiten frei zu artikulieren. Zum anderen aus der Beobachtung heraus, dass
durch die in der Kunst am Bau verankerten Regularien eine Beteiligung an Ausschreibungen für überregionale oder gar internationale Künstler nahezu ausgeschlossen war und sich infolge eine Form von Hamburger Protektionismus oder auch Provinzialismus in der Auftragsvergabe entwickelt hatte, der den aktuellen Tendenzen in der zeitgenössischen Kunst immer weniger entsprach und auch eine große Anzahl Hamburger Kunstproduzenten von vornherein ausschloss. In einer 1981 vom Senat dann eingesetzten sogenannten Verwaltungsanordnung für Kunst im öffentlichen Raum wurden die Ziele und das Verfahren für die Umsetzung des Programms und die Zusammensetzung und Rolle der Kunstkommission wie folgt definiert. Die Freie und Hansestadt Hamburg fördert nach den Vorschriften dieser Verwaltungsanordnung die Kunst im öffentlichen Raum. Ziele der Förderung sind die Verbesserung der städtischen Umwelt, die Ausprägung, die Ausprägung der urbanen Identität Hamburgs und die Eigenart seiner Stadtteile. Die Aufgaben im Rahmen von Kunst im öffentlichen Raum werden von bildenden Künstlern erfüllt. Zu den Leistungen der Künstler gehören Werkprojekte und Objekte für Straßen, Plätze, Grünanlagen und Hochbauten sowie Planungsbeiträge, die auf die Einbeziehung bildender Kunst in diese Baumaßnahmen ausgerichtet sind. Dabei soll sich die Arbeit des Künstlers als sichtbarer Beitrag auf und mit den der Öffentlichkeit zugänglichen Verkehrsflächen, Anlagen und Gebäuden verwirklichen. Zu den Leistungen der bildenden Künstler gehören darüber hinaus Arbeiten, die im Zusammenhang mit Gestaltungsaufträgen Kontakt und Verständnis der unmittelbar Beteiligten fördern, sowie der Bevölkerung Einsicht in die künstlerische Praxis und in die Probleme der jeweils gestellten Aufgaben vermitteln. Im Rahmen von Kunst im öffentlichen Raum sollen von jetzt an alle Möglichkeiten der bildenden Kunst berücksichtigt werden. Diese Weiterentwicklung zu einer kunstsachverständig verantworteten und besonders durch die Aufhebung der Zwangsbindung an Neubauvorhaben viel freier und vielseitiger auszugestaltende Kunst im öffentlichen Raum war ein wichtiger und konsequenter Schritt. Das Hamburger Programm erhält seine besondere Bedeutung durch seinen experimentellen Anspruch, das eigene Verständnis dessen, was unter öffentlichem Raum und Kunst im öffentlichen Raum zu verstehen ist, kontinuierlich zu hinterfragen und durch entsprechende Projekte zu erweitern. Von jetzt an können alle Möglichkeiten der bildenden Kunst berücksichtigt werden. Auch temporäre Projekte sind möglich, sowohl im urbanen Raum wie in Massenmedien oder Computernetzen. Einschränkungen existieren nicht. Kein Bauherr oder Architekt entscheidet, sondern eine kompetente Kunstkommission berät die Kulturbehörde bei Schwerpunktsetzungen und empfiehlt Projektvorschläge zur Realisation. Ein weiteres wesentliches Charakteristikum des Hamburger Programms liegt in der Kontext- und Ortsbezogenheit der Projekte, die immer für eine spezifische, meist durch den Künstler selbst gewählte städtische Situation konzipiert und realisiert werden. Ich werde jetzt mit ziemlich vielen Bildern eine Auswahl von den verschiedenen, von verschiedenen Einzelwerken und einer Reihe wichtiger und international diskutierter Mahnmale geben und ab und zu mal bei einzelnen Projekten näher auf sie eingehen. Beuys entschied sich für die Hamburger Spülfelder. Jährlich werden dort ca. 2,5 Millionen Kubikmeter hochgradig verseuchter Sand und Schlick aus der Elbe auf sogenannten Spülfeldern im Hafengebiet dauerhaft deponiert. Diese Deponielösung belegte immense Flächen mit der Gefahr einer Verseuchung eines ganzen Fischerdorfes Altenwerder. So beschloss der Senat 1973, bis auf die Kirche und den Friedhof, das gesamte Dorf abzureißen. Hier wollte Beuys ansetzen und in einem ersten symbolischen Schritt eine bearbeitete Basaltsäule auf die Spülfelder werfen und durch das Aufspritzen samenvermischter Erde eine erste Wiederbelebung einleiten. Die Pflanzen sollten Giftstoffe binden und das Einsickern ins Grundwasser zumindest verzögern. Leider wird das Spülfeldprojekt bis heute meist auf diese symbolische Handlung reduziert. An dieser bewusst durch die Medien damals gesteuerten Reduzierung auf eine reine Bepflanzungsaktion
scheiterte das Projekt auch, bevor es umgesetzt werden konnte. Der damalige Bürgermeister legte ein Veto ein, der Senat lehnte das Projekt darauf in 1984 ab. Beuys war es allerdings um etwas anderes gegangen. Die Bepflanzung sollte primär symbolischer Auftakt eines komplexen gesellschaftlichen Prozesses sein. Kernpunkt war eine Kulturinitiative, die ganzheitlich orientierte neue Gestaltungsmöglichkeiten entwickeln und ihre Umsetzung vorantreiben sollte. Ein permanenter runder Tisch aus Politik, Verwaltung, Umweltverbänden, Firmen, Fakultäten der Universität und Kulturvertretern sollte die ökologisch orientierte Umgestaltung des Stadtstaates vorantreiben. Der Projektetat des Stadt-Natur-Skulpturprojektes in Höhe von damals 400.000 D-Mark sollte hierfür in eine Stiftung eingebracht werden, die eine kontinuierliche Finanzierung sichern sollte. Das Projekt ist eben, wie auch andere Projekte, eben an den, ja, an den, an einem Veto auch aus der Politik gescheitert. So. Ich gehe jetzt ein bisschen chronologisch vor. Dies ist ein Projekt von Horst Hellinger aus dem Jahr 1986. Das nennt sich Platzgestaltung Spadenteich. Das Objekt kennen wahrscheinlich die meisten, gibt es heute noch. Und ist eins von den Projekten, die so ungefähr alle 4 bis 6 Jahre wieder in die öffentliche Diskussion geraten. Zuletzt 2004. Weil die dort an dem Platz ansässigen Gastronomen gerne ihre Außenflächen erweitern wollten und sie dieses Kunstwerk störte, weil es häufig verunreinigt oder auch vermüllt ist. Unterstützt wurde diese Kritik auch seitens des Bezirksamtes Mitte, auch des damaligen Bezirksamtsleiters Schreiber, der den Vorschlag machte, man könne die Dinger ja einfach in den Hafen versetzen, da gehören sie eh hin, sind ja Schiffsbleche, passt auch viel besser. Und im Übrigen sei das Problem, wie er sich ausdrückte, der Verkotung an der Stelle nicht mehr auszuhalten. Es gab wieder unsäglich lange Gespräche mit Anwohnerinitiativen und Interessensvertretern vor Ort und der Kulturbehörde, und die damalige Kultursenatorin hat dann sich glücklicherweise dazu bekannt, dass ein Abbau oder eine Versetzung dieser Skulptur an eine andere Stelle von ihr nicht mitgegangen würde. Daraufhin hat man dann endlich einen Kompromiss gefunden. Jetzt wird die Skulptur von einerseits von der anliegenden Kirche, andererseits über die Kulturbehörde und auch das Bezirksamt mit vereinten Kräften regelmäßig gereinigt und auch beleuchtet. Hier ein Projekt aus dem Jahr 1989, der große Triumphbogen von Luc Delue. Hier ein Projekt, die Hütten von Achim Manz. Nee, ist in Ordnung. Die Hütten von Achim Manz 1981 entstanden war eine Kooperation des Künstlers mit 3 Obdachlosen, die er kennengelernt hatte, die unter dieser Brücke gegenüber der Baubehörde ihr Domizil hatten, und er hat dann im Rahmen eines des Projekts Hamburg 89, das damals stattgefunden hat, und er war einer der Künstler, die daran teilgenommen haben, in Absprache mit den Obdachlosen ihnen diese Hütten gebaut, in denen sie dann tatsächlich jahrelang auch gelebt haben, bis, soweit mir das in Erinnerung ist, ins Jahr 2000, dann sind die Hütten aus ungeklärter Ursache irgendwann abgebrannt und auch nicht wieder errichtet worden. Wo wurden die errichtet? Nicht wieder errichtet. Nee, aber wo waren die? Das war eine Brücke, die von der Baubehörde Richtung Fleetinsel rübergeht, wenn Sie so wollen. Ich kenne jetzt den Namen im Moment nicht genau. Weitere
Projekte, die im Rahmen des Programms entstanden waren, waren zum Beispiel 7 Orte für Hamburg von Franz Erhard Walter, der Double Triangular Pavilion für Hamburg von Dan Graham, der zuerst 1989 errichtet wurde und dann 1969 nochmal neu gebaut wurde. Vom Fluss in den Strom Pegel halten von Ernst Mitzger von 1984. Die offene Bibliothek von Kleck und Goodman, ein temporäres Projekt aus 1993. Die 4 Männer auf Bojen von Stefan Baltenwohl, auch aus 1993. Die eigene Geschichte, Die eigene Geschichte von Barbara Schmidt-Heinz aus 1994. Was war das? Die Arbeit Hauptbahnhof Nord von Stefan Huber und Raimund Kummer in einer stillgelegten U-Bahn-Röhre am U-Bahnsteig der U2 Richtung Niendorf. Auch heute noch dort. Dann das Projekt Park Fiction von Christoph Schäfer und Casey Skeen, 1997 in die Planung gegangen. Dieses Projekt Park Fiction war damals eine ungewöhnliche und neue Form von Stadtplanung unter direkter Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Gemeinsam mit Initiativen und Anwohnern vor Ort beabsichtigten die Künstler, einen Park zu planen, anzulegen und zu betreuen. Obwohl der ursprüngliche Bebauungsplan des Gebietes vorsah, die Freiflächen am Pinnersberg mit mehrstöckigen Häusern zu bebauen und daher eine Umsetzung des Vorhabens zunächst im Wege stand, gelang es schließlich nach langen Verhandlungen in einem eigens hierfür eingesetzten runden Tisch zwischen Initiativen, Fachbehörden und Bezirken einen Kompromiss zu schließen. Der Park konnte entstehen. Die Gestaltung des Parks wurde durch Park Fiction unter Einbeziehung der von den Anwohnern entwickelten Wünsche realisiert. So, dann noch 2 Beispiele von Projekten aus dem Jahr 2000. Im Rahmen von Außendienst die Skulptur Engpass von Roman Siegner, die an der Kerwiderspitze platziert war, aber dort nicht mehr dort ist. Und der Meteorit von Thomas Stricker, der nach wie vor im als da Vorland seinen Platz hat. Gut, ich habe hier, glaube ich, gerade eben dieses Projekt, genau, Pflanzeninseln von Tita Giese, auch 2000 entstanden, auch noch existent. Dann gab es eine Reihe von wichtigen Mahnmalen, die entstanden sind. Oben links das Gegendenkmal von Alfred Ritlitschka aus den Jahren 85-86. Rechts das Synagogenmonument von Margit Kahl 1988. Dann unten links hier und jetzt den Opfern der nationalsozialistischen Justiz in Hamburg gewidmet von Gloria Friedmann aus dem Jahr 1997. Und rechts das Harburger Mahnmal gegen Faschismus von Jochen und Gerz und Esther Schalef Gerz 1986. Dann eine Innenansicht des Gedenkhauses der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, die von Thomas Schütte 1995 umgestaltet wurde. Rechts das Monument für die Deportierten an der Moorweide von Ulrich Rückriem aus dem Jahr 1983. Unten links der Rosengarten für die Kinder vom Bohlenhuser Damm von Lilly Fischer aus 1985 und rechts die Black Farm Dedicated for the Missing Jews von Solle Witt 1989 steht vor dem Altonaer Rathaus. Weiter wurden in unregelmäßigen Abständen zentrale Projekte mit programmatischem Anspruch realisiert, zu denen gezielt Künstlerinnen und Künstler eingeladen wurden, um spezifische Arbeiten zu entwickeln. Das erste zentrale Großprojekt nannte sich Halle 6, fand 1982 in Form einer Skulpturenausstellung in einer riesigen leerstehenden Fabrikhalle auf dem Gelände der ehemaligen Kampnagelfabrik statt. Dazu wurden 12 international anerkannte Künstler eingeladen, die gemeinsam mit einer Gruppe von 16 deutschen Künstlern
der nachfolgenden Generation raumbezogene Arbeiten realisierten. Unter ihnen zum Beispiel Karl André, Richard Long, Sol Lewitt, Rainer Rutenberg, Klaus Kumrow, Bogumir Ecker, Thomas Schütte oder Barbara und Gabriele Schmidt-Heinz. Diese Ausstellung war eine Begegnung zweier Künstlergenerationen und zeigte zugleich in konzentrierter Weise wesentliche bildhauerische Positionen der 70er und 80er Jahre. Stimmt was nicht. In 1986 folgte das Projekt im Jenischpark, das temporär angelegt war und zu dem 12 deutsche Bildhauer der Generation zwischen 30 und 40 Jahren eingeladen waren, um spezifische Objekte für die englische Parklandschaft in Othmarschen zu entwickeln. Während unter anderem die Arbeit von Stefan Balkenhol mit seinem Reiterstandbild repräsentative Formen historischer öffentlicher Kunst aufbrach, machten sich andere wie Felix Dröse, Olaf Metzel oder Bogumir Ecker daran, die Parkidylle aufzubrechen und sie mit ausdrucksstarken Bildern einer ganz anderen Gegenwartswelt zu konfrontieren. So ließ Felix Dröse einen verrosteten offenen Sicherheitsschrank vor dem großbürgerlichen Jenischhaus aufstellen, in dessen Inneren Olaf Metzel mit Trennscheibe und Stichsäge malträtierte Ikonen des Bildungsbürgertums in einer ebenfalls zerstörten Vitrine präsentierte. Bogumir Ecker ließ beidseitig eines Waldwegs dem Geschehen mit roten Ohren lauschen. Kunst im öffentlichen Raum ist ein... Diese Ausstellung im Park wurde mit geradezu erschreckender Aggression von den Bewohnern des noblen Stadtteils attackiert. Es schien, als schlüge das Bürgertum zurück und verteidigte sein Wohnzimmer. Von Forderungen an die Politik, diese Ausstellung vorzeitig abzubrechen, bis hin zu physischen Attacken auf die Kunstwerke, reichten die Mittel der Kritiker. Wahrscheinlich hat diese so offen zutage tretende Abwehr die damalige Kultursenatorin Schuchardt im Vorwort des Katalogs zu diesem Katalog zu folgenden Worten veranlasst. Kunst im öffentlichen Raum ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, dass eine Stadt, die im Wesentlichen den Gesetzen von Funktionalität, Logik, Wirtschaftlichkeit und nicht zuletzt den politischen Notwendigkeiten gehorchen muss, das leise Erobern von Reflexions-, Kommunikations- und Kontemplationsräumen nicht nur zulässt, sondern sogar fördert, sich auf sie einlässt und langsam ein Netz von kleinen derartigen Orten die Stadt überziehen lässt. Dadurch wird eine Atmosphäre geschaffen, die der bildenden Kunst eine bessere Präsenz, eine bessere Entfaltungsmöglichkeit sichert. Dieser Gesamtzusammenhang sollte nicht nur vordergründig tagespolitischen Erwägungen gesehen werden, denn die Fähigkeit der städtischen Gemeinschaft, Kunst anzuregen, zu diskutieren und zu tolerieren, war und ist immer auch ein Parameter für Toleranz und Selbstverständnis ihrer Bewohner im weitesten Sinne. Es ist leicht nachvollziehbar, dass das Verlassen des schützenden Ausstellungsraumes mit seinen idealisierten Bedingungen hin in einen öffentlichen Raum, der für jedermann zugänglich ist, weitaus höhere Anforderungen an das dann nicht mehr vorinformierte Publikum gleichermaßen wie an die Künstler stellt. Dies kann beinahe zwangsläufig zu Konflikten führen, die häufig spontan und mit viel Emotionen geführt werden. Auf dieses Großprojekt Jenischpark folgte das Hamburg-Projekt 1989, das auf den spezifischen Erfahrungen, die mit dem Modell Kunst im öffentlichen Raum in den 80er Jahren gemacht wurden, aufgebaut werden sollte. Die etwa 40 teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler hatten hier die Möglichkeit, sich selbst in der Innenstadt den inhaltlichen und örtlichen Kontext öffentlich genutzter Räume zu suchen, in denen oder für die sie künstlerische Konzepte entwickeln sollten. So bestimmten die Künstler, welche Öffentlichkeit sie wo, wie und womit erreichen wollten. Im Ergebnis formulierten alle Arbeiten Kommentare oder Anmerkungen zu unserer Alltagswirklichkeit. Die Gruppe ABA aus Stuttgart etwa stattete ein Hotelzimmer aus. Moment, wo ist denn das? Da. Die Gruppe ABA aus Stuttgart stattete ein Hotelzimmer aus,
Michael Escher brachte eine Postkartenserie in den Handel mit Motiven eines LKWs, der deutschen Giftmüll in die ehemalige DDR transportierte. Die Gruppe General Idea schuf im Rahmen ihres mehrjährigen AIDS-Projekts ihre Skulptur AIDS für die Fußgängerzone am Mönckebergbrunnen. Mit diesem Projekt war eine deutliche Wandlung der künstlerischen Strategien und Mittel deutlich geworden. Im Gegensatz zur landläufig verbreiteten Drop Sculpture rückten die mit Begriffen wie Eingriff, Kommentar, Irritation zu bezeichnenden Strategien in den 80er Jahren in den Vordergrund. 1997 hat die Kulturbehörde mit einem Projekt übertitelt mit Weitergehen einen Neustart gewagt. Mit einer Folge von sehr unterschiedlichen Projekten sollten die Möglichkeiten eines erweiterten Verständnisses von Kunst im öffentlichen Raum vorangetrieben werden. Es wurde nach Strukturen von Öffentlichkeit gefragt und die Frage nach einer Definition des öffentlichen Raumes gestellt. Weitergehen verstand sich nicht als fixiertes Programm, sondern als ein bewusst offener Prozess, der sich aus einzelnen Etappen und deren Reflexion über einen längeren Zeitraum als Schwerpunkt des Programms Kunst im öffentlichen Raum weiterentwickeln sollte. Es wurden sich Antworten auf Fragen zur gegenwärtigen Programmatik und Struktur des gesamten Programms erhofft. Welche künstlerischen Strategien und Methoden könnten zukünftig für ein Programm von Kunst im öffentlichen Raum von Bedeutung sein? Wird die derzeitige Struktur des Programms aktuellen künstlerischen Praxisformen und Ansprüchen gerecht? Welche Struktur braucht ein zukunftsfähiges Programm der Kunst im öffentlichen Raum? Im Jahr 2000 bis 2001 wurde dann das bis heute letzte zentrale und mit internationaler Beteiligung realisierte Projekt Außendienst realisiert. Dort wurden aktuelle künstlerische Positionen vorgestellt, die in sehr unterschiedlicher Art und Weise die großstädtischen Öffentlichkeiten reflektierte. Zum Beispiel wurde Fragen nachgegangen, welche Aufgaben stellen sich der Kunst im Spannungsfeld öffentlicher Interessen, Gruppenidentitäten und deren Ideologien? Können Künstler in gesellschaftliche Prozesse eingreifen und mit ihren Interventionen zu einem demokratischen Gemeinwesen beitragen? Nach Beendigung des Projekts Außendienst haben bis heute keine zentralen Projekte mit programmatischem Anspruch mehr stattgefunden. Stattdessen hat es eine Vielzahl von temporären, kleineren und größeren Einzelprojekten gegeben, die in der Summe zusammengefasst thematisch meist unmittelbar Bezug nehmen auf die neuen Stadtentwicklungsprozesse in der Stadt und sich hier oftmals mit verschiedenen künstlerischen Mitteln und Methoden genau in die sensiblen Hotspots der aktuellen Entwicklungen einmischen. Gut, damit bin ich eigentlich schon am Ende. Vielen Dank für den Überblick über das Kunst im öffentlichen Raum zusammen und auch Ihre Arbeit. Ich habe jetzt am Ende noch zwei Dinge angefügt, bei denen ich eigentlich hätte nachfragen wollen, nämlich wie verkraftet man als Behörde die Kürzung eines Etats um die Hälfte. Und vielleicht hat es damit zu tun, oder genau, Sie hatten gesagt, dass es seit 2001 keine größeren Projekte mehr gegeben hat. Und ich wollte fragen, ob das eben auch zusammenhing und ob das auch ein Grund ist, warum Sie relativ wenig Projekte gezeigt haben, die Sie mit entschieden haben, weil die meisten Sachen, die Sie gezeigt haben, waren tatsächlich also die größeren Projekte 2096 oder so, also die sozusagen vor Ihrer Zeit. Und das finde ich eigentlich schade, weil ich glaube, ich hätte auch gerne gewusst, was sozusagen jetzt gerade passiert, was Sie mitbeantworten. Genau, aber vielleicht hängt es ein bisschen auch zusammen. Also, dass ich jetzt dass ich jetzt im Prinzip so abrupt geendet habe, hatte einfach den Hintergrund, dass ich es nicht mehr geschafft habe, die Projekte jetzt nochmal aufzulisten, die in den letzten Jahren passiert sind. Also ich kann das jetzt gerne nochmal schnell nachholen. Also es sind eben Projekte gewesen, die tatsächlich immer, also so weit sie von der Kulturbehörde oder auch der Kunstkommission initiiert wurden, also die größeren,
im Zusammenhang mit der Stadtentwicklung standen. Also die Kulturbehörde hat 2006, meine ich, einen Wettbewerb ausgeschrieben für einen künstlerischen Wettbewerb für die Hafen City, wo viele Künstler teilgenommen haben und vier auch Arbeiten realisieren konnten. Die Aufgabenstellung in diesem Wettbewerb war eigentlich, dass Künstler sozusagen die Überwägung bzw. den Übergang von der City in die neuen Stadtentwicklungsgebiete auf künstlerische Art und Weise begleiten sollten. Das war eben ein Projekt, was auch eben eine Art von programmatischem Anspruch hatte und diesen ganzen Stadtentwicklungsbestrebungen und Strategien der damals dann ja auch neuen Regierung zu Teilen gezollt war. Die Kunstkommission hat dann gesagt, also es kann nicht sein, dass jetzt irgendwie nur die Hafen City der Fokus nur auf der Hafen City liegt. Es gibt ja eben auch die südlicheren Stadtteile Hamburgs und den Sprung über die Elbe, der ja gewollt und gewünscht ist von allen Seiten. Und insofern hatte sie entschieden, ein Projekt unter dem Titel Wilhelmsburger Freitag, das Britta Peters damals kuratiert hat, zu unterstützen und zu fördern. Und in der Folge noch ein weiteres Projekt in Harburg, die Harburger Berge. Also das sind jetzt so drei von den größeren, die ich aufzählen kann. Dann hat es ein Projekt gegeben, das sich die Große Bergstraße als Spielort ausgesucht hatte. Das ist ein Projekt von Filomeno Fusco und Dirk Möllmann gewesen, die dann sozusagen der zeitlichen Entwicklung voraus schon das Frappant-Gebäude entdeckt hatten und da das Projekt Stile der Stadt ausgerichtet haben, das auch ein Projekt war, was über die Kunstkommission entschieden und gefördert war. In der Folge gab es dann, Moment, welches kann ich noch am besten, es gibt dann immer wieder auch so Projekte, die wahrscheinlich, es gibt dieses Projekt, wovon wahrscheinlich Herr Lemke vorhin schon erzählt hat, weil er es mit initiiert hat, dieses Grünareal, das ja auch den Fokus auf eine ganz bestimmte Stadtentwicklungsproblematik gerichtet hat. Das Projekt ist auch über uns mitgefördert worden. Und im direkten Umfeld gibt es ein Projekt von Christoph Rauch, ein Projekt der Platzumbenennung in der Karolinenstraße, ein Platz, der jetzt nach, soweit ich weiß, Abstimmung mit den Anwohnern und Bewohnern in den Platz der Genossenschaft umgetauft worden ist und auch in einer Veranstaltung dann ein Straßenschild aufgestellt wurde und markiert im Grunde, oder es ist eine Reaktion auf die gerade in diesem Stadtviertel stattfindende, befürchtete und wahrscheinlich zu Recht befürchtete Verdrängung der Bewohner nach der Übernahme der Gebäude durch die Saga. Also das ist so ein auch ein Projekt aus diesem Bereich, den ich angesprochen habe. Ja, eigentlich ist es doch komisch, wir hatten es heute Morgen schon davon, Stichwort neoliberale Kultur. Statt, man hat jetzt den Eindruck, oder man weiß eigentlich auch, dass sich das nicht wirklich widerspiegelt in der Hamburger Kulturpolitik. Die gesellschaftliche Hinwendung zur Kunst, oft unter instrumentellen Gesichtspunkten, Stichwort neoliberale Ausrichtung, aber dennoch, es gibt jetzt sagen diese Kräfte, die gesellschaftlichen Kräfte, die auf die Kunst als ein gewisser Faktor auch ökonomisch.
ökonomischer Faktor mit zugreifen. Das spiegelt sich in der Kulturbehörde gar nicht wieder. Also Sie haben ja eben gerade auch gesagt, es sind eher Kürzungen, die finden statt. Also mich würde interessieren, wie gibt es eigentlich einen Spielraum aus der Kulturbehörde, die eigene Bedeutung innerhalb des gesamtstädtischen politischen Geschehens stärker zu thematisieren. Also es bleibt ja immer noch dieses, es ist ja ein Wahnsinn, zu sehen, Beuys hat die Stadt Hamburg gelernt von diesem Fehler, wenn man so will, oder seinem Vorschlag, dass man der Kunst eine größere Bedeutung beimisst, sagen, in der Stadtentwicklungspolitik. Also das würde mich nur interessieren, gibt es da irgendwelche Diskussionen in die Richtung, dass man, weil man hat ja heutzutage noch mehr gute Gründe, als vielleicht Beuys vor 30 Jahren, zu sagen, eben hier nehmt uns mal ernst. Wir sind zu sagen, wir machen nicht nur Selbstverwirklichung in der Kunst, sondern da hat sich auch was getan. Wir können vielleicht auch durchaus in vielen Bereichen sehr konstruktiv an gesellschaftlichen Fragestellungen und Problemen eigentlich arbeiten. Und das würde natürlich auch bedeuten, dass man entsprechend mit dem Budget irgendwie und so weiter. Also das mit dem Budget ist wirklich ein schwieriges Thema und wahrscheinlich eins, was also an dem man jetzt in Form von einer Erhöhung des Budgets, wenn es jetzt speziell um dieses Kunst im öffentlichen Raumbudget geht, perspektivisch nichts machen kann. Es wird jedes Mal, wenn ein neuer Kultursenator oder eine neue Kultursenatorin auf den Plan tritt, schon auch innerhalb der Kulturbehörde immer wieder eingefordert, beziehungsweise das mal zumindest auch zu thematisieren, aber da kriegt man genauso wie wahrscheinlich in allen anderen Bereichen und Behörden die Projekte oder Projektträger, die nach mehr Geld verlangen oder es auch begründen können, warum oder auch die Sinnhaftigkeit darstellen können, die Absage mit dem Argument, die Stadt muss sparen. Dass es überhaupt zu dieser Halbierung des Etats von Kunst im öffentlichen Raum gekommen ist, ist auch irgendwie ein ziemliches, ist mir selbst bis heute ein Rätsel, warum diese Zusage, dass es nur eine einmalige Halbierung des Etats sein soll, das heißt, der ist ja nicht halbiert worden, sondern das Geld ist ja nicht verschwunden, sondern das ist in die Umgestaltung der KZ-Gedenkstätte Neuengamme geflossen, was auch jeder nachvollziehen konnte und wo auch überhaupt gar nichts dagegen zu halten ist. Dass er dann nicht wieder aufgestockt wurde, ist wahrscheinlich schlicht irgendwie auch dem damaligen, unglücklicherweise so ziemlich zeitgleich geschehenen Regierungswechsel zu verdanken. Der CDU-Senat ist angetreten und es hat dort aus meinem Wissen, aus meiner Kenntnis niemanden gegeben, der sich in irgendeiner Art und Weise überhaupt für dieses Thema Kunst oder bildende Kunst oder Kunst im öffentlichen Raum eingesetzt hätte. Kann ich noch ganz kurz nachfragen, weil wenn wir jetzt schon hier so zusammen sind und so, ich hatte in meinem Vortrag darüber gesprochen, auf Anfrage, letzter Stand der Dinge, von einer Begegnung mit dem Staatsrat der BSU, ich vergesse immer seinen Namen, Sachs, ja. Herrn Sachs, gerade ein paar Tage her. Und das war ganz interessant, weil er die Hilfe seiner Behörde für die Realisierung des Grünareals anbot. Und ja, genau, und das fand ich, wir hatten ja auch Gespräche geführt in dem Zusammenhang, da war ein bisschen der Eindruck, naja, die Kulturbehörde will da auch keinen Druck machen, weil sie fördert zwar solche Projekte jetzt und es gibt da auch Signale mit, sozusagen in den politischen Raum, das findet eine Unterstützung statt, aber was dann daraus wird, darüber sollen dann sagen die Instanzen entscheiden, die jetzt zum Beispiel diese Fläche, über die Fläche verfügen, nämlich die in dem Fall die Spektrum bzw. die Finanzbehörde. Und ich fand jetzt das ganz erfrischend, dass von dem Staatsrat sagen, da er, ich meine, ich weiß jetzt im Ergebnis nicht, was daraus wird, aber durchaus zu sagen, nein,
Wir stehen dahinter, wir wollen eine bestimmte Politik aus unserer Behörde heraus und wir machen uns dafür auch proaktiv stark. Mhm. Und das fand ich irgendwie, da habe ich durchaus unsere Gespräche unterschiedlich erlebt. Und ich weiß nicht, ist das ein falscher Eindruck oder vielleicht würde ja auch ein bisschen den Status widerspiegeln, den oft sagen die Kulturpolitik irgendwie in der Stadt Hamburg, aber auch in anderen Zusammenhängen, nämlich marginal, kleine Veranstaltung. Aber liegt das nicht auch ein bisschen daran, dass sich da so eine gewisse Resignation breit macht oder müsste man nicht auch stärker dann versuchen, sich selbst da einzubringen in die Politik? Okay. Na, also also erstmal ist es ja so, dass nicht die Kulturbehörde oder die gerade für bestimmte Bereiche verantwortlichen Mitarbeiter in der Kulturbehörde darüber entscheiden, welche Projekte bei zum Beispiel Kunst im öffentlichen Raum gefördert werden und welche nicht. Das ist ja die Kunstkommission, dieses absichtlich eingesetztes externes Fachgremium, das die Projekte zur Realisierung empfiehlt. Und zwar auch, in welcher Form sie gefördert werden, in Form zum Beispiel einer Anschubfinanzierung und so weiter. Und es ist immer so, Herr Burchardt kann davon irgendwie ein Lied singen, dass dann in dem Fall, wo es darum geht, die notwendigen Genehmigungen für die Projekte einzuholen, die Kulturbehörde zwar sagen kann und auch Briefe schreiben kann und auch anrufen kann und sich mit Leuten, Entscheidungsträgern auch mal treffen und zusammensetzen und sie bitten, doch dieses Projekt jetzt irgendwie auch mindestens mit einer Genehmigung zu befördern, sich nicht durchsetzen kann, weil es eben so dieses Hoheitsproblem, also eine Behörde kann auch, es gibt da gesetzliche Bestimmungen und so weiter, nicht in die Hoheit der anderen Behörde eingreifen. Das Einzige, was sie kann und was sie auch tut und dass sie versucht, die anderen umzustimmen. Wenn das nicht gelingt, kann man sie nicht zwingen. Also das ist das Problem und das ist auch was mich persönlich in meinem Arbeitsalltag ganz, ganz ungemein ärgert. Aber ich kann es nicht abstellen. Wir sind jetzt schon eine Viertelstunde drüber. Es sind aber noch zwei Meldungen, wenn da noch Bedarf ist, dann erstmal Herr Vollrath. Ja. Ich habe zwei Fragen. Eine kurze ist die Elbphilharmonie, ein öffentlicher Bau und werden 2% der Bausumme für Kunst ausgegeben. Das ist die eine Frage. Die zweite Frage, darf die Kulturbehörde oder die Stadt Kunstwerke, die nun lange in der Stadt stehen und von vielen gesehen worden sind, verkaufen? Meinetwegen die vier Balkenhol-Figuren, die hier in der Stadt rumstehen, die dann jeder allmählich gesehen hat. Zur ersten Frage, Elbphilharmonie und öffentliche Bau, also da muss ich sagen, dass die Elbphilharmonie jetzt wirklich nicht mein Spezialgebiet und auch nicht mein Lieblingsthema ist. Und aber das ist eine wichtige, eine große. Ja, aber das ist aus meiner Sicht ist das kein klassischer öffentlicher Bau. Es ist ja auch kein, wenn es jetzt ein Bundesbau wäre, also aus Bundesbaumitteln finanziert, was es nicht ist. Dann wäre das ganz bestimmt so, dass aus der Bausumme 2% für sogenannte Kunst am Bau verwendet werden könnte. Das ist, ich glaube jetzt, Sie wissen es nicht. Das weiß ich nicht, nein. Nein, ich weiß nur, dass für den Fall, es könnte so sein, wenn es ein aus Bundesmitteln finanziertes Gebäude wäre. Und da weiß ich, dass es das nicht ist. Und insofern ist diese Möglichkeit schon mal ausgeschlossen. Und die zweite Frage? Die zweite Frage, ob die Stadt Kunstwerke veräußern darf, ich meine nicht. Sie wissen es auch nicht genau. Ist noch nie vorgekommen. Und jedes Mal, wenn wir Anfragen hatten, dass jemand ein Interesse daran hat, etwas zu kaufen, wurde das abgelehnt. Bewegung, Kunst raus aus dem Museum etc. in die Gesellschaft hineinzutragen. Und die Projekte, die Sie gezeigt haben, illustrieren da ja auch eine gewisse geschichtliche Entwicklung und auch
eine Bandbreite. Jetzt habt ihr heute, beziehungsweise gestern auf dem Symposium mit Leuner und auch in der Diskussion um die Berlin-Biennale, das Thema, dass zuweilen die Kunst auch dazu dienen könnte, politischen Aktivisten einen Schutzraum zu bieten, in dem sie sich als Kunst benennt, um politisch aktiv zu sein. Wie sieht man denn so eine Entwicklung, wo sozusagen der in Anführungszeichen Kunstwert, der Objektwert, die gestalterische Auseinandersetzung, der formale Konzeptionalismus zurücktritt hinter einer immer stärker werdenden politischen Aussage, als jemand, der mit seiner Förderung von Kunst im öffentlichen Raum ja letztlich auch irgendwie einen staatlichen Auftrag verfolgt. Wo sind da die Grenzen dessen, wie, also. Ich denke, es gibt da bestimmt keine jetzt festgesteckten Grenzen oder gesetzlichen Vereinbarungen oder ähnliches staatlicherseits. Und bei uns speziell bei dem Thema Kunst im öffentlichen Raum lässt sich ja die Kulturbehörde will ja auch nicht den Richter spielen und lässt sich daher ja von der Kunstkommission beraten, in der sowohl Künstler, Architekten, Kunstvermittler und Kunstsachverständige als auch Vertreter aus den quasi politischen Bereich, nämlich in Form von Bezirksvertretern der Hamburger Stadtbezirke sitzen und sich dahingehend von diesem Gremium beraten, wobei sie sich natürlich dann immer auch noch ein Veto vorbehält. Das ist jetzt so eine Frage, irgendwie so ein bisschen sehr pauschal. Das sind, glaube ich, Fragen, die man am besten an Einzelbeispielen dann auch diskutieren und beantworten kann. Was wir leider jetzt nicht mehr können, aber vielleicht in einer anderen Situation, Konstellation, wie auch immer. Vielen Dank nochmal für Ihre Zeit und Beantwortung der Fragen.